Wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau eines digitalen Nachhaltigkeitsmanagements sowie der Implementierung und Nutzung von Epacto. Warum haben wir von Epacto die Notwendigkeit von unserer Software am Markt gesehen? Im Prinzip sind es drei Punkte. Punkt Nummer eins ist, seitens der Stakeholder steigen die Erwartungen immer mehr, was eine Nachhaltigkeitstransparenz angeht. Punkt Nummer zwei ist, dass auch seitens der Gesetzgeber hinsichtlich zum Beispiel Stichwort CSRD oder Lieferkettengesetz die Erwartungen steigen. Und zum dritten, was sind eigentlich meine planetaren Grenzen als Unternehmen? Wenn man Nachhaltigkeitsberichte liest, sieht man oftmals absolute Kennzahlen, aber kann überhaupt nicht richtig einschätzen, sind die jetzt ambitioniert genug für meine Wertschöpfungsweise? Epacto liefert drei Features. Das erste ist das Performance Cockpit. Das Performance Cockpit dockt an bestehende IT-Systeme beim Kunden an und zieht sich quasi die relevanten Nachhaltigkeitsdaten raus. Danach werden quasi anhand wissenschaftlicher Standards die KPI berechnet und so entsteht ein Monitor von As is, wo stehe ich heute, wo ist meine Performance heute, und To be. Und dann kann man quasi anhand Dashboards und Visualisierungen nachverfolgen, bewegen wir uns in die richtige Richtung oder müssen wir nachjustieren. Darauf aufbauend können auch Forecasts getroffen werden. Das bedeutet, je länger Epacto im Unternehmen live ist, können wir anhand historischer Daten voraussehen, ob gesteckte Ziele noch realistisch und erreichbar sind. Und zum dritten liefern wir quasi eine Benchmark. Das heißt, anhand unserer Datenbank kann der Kunde sehen, wie bewege ich mich eigentlich? Bin ich besser als andere Player in meiner Industrie oder vielleicht auch weniger gut? Das bedeutet, ich kann meine eigene Performance immer einordnen. Das zweite Feature ist das Impact Cockpit. Im Impact Cockpit haben Sie als Kunde erstmal grundsätzlich die Möglichkeit, alle nachhaltigkeitsbezogenen Projekte aufzulisten. Im zweiten Schritt wählen Sie anhand ausgewählter KPI, was die Nachhaltigkeitsperformance einzelner Projekte überhaupt ist. Und jetzt kommt quasi der Switch zur Performance Area bzw. zum Performance Cockpit. Welche Projekte, welche Initiativen bei mir im Unternehmen helfen mir dabei, den höchsten Zielerreichungsbeitrag zu messen? Das bedeutet, welche Projekte sollten denn priorisiert werden vom Management, wenn es um Nachhaltigkeitsperformance geht? Dabei wird auch wieder der finanzielle Aspekt mit einbezogen. Das bedeutet, welches der Projekte, welches der Initiativen liefert mir als Unternehmen die höchste CO2-Reduzierung pro ausgegebenem Euro? Das dritte Feature ist das Reporting Cockpit. Im Gespräch mit unseren Kunden kriegen wir immer wieder mit, dass totale Überforderung der gesetzlichen Standards herrscht. Zum Beispiel die CSRD, kurz für Corporate Sustainability Reporting Directive. Epacto liefert für jeden gesetzlichen Standard eine Vorlage, die ich anklicke, zum Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder CSRD. Und das System führt mich Schritt für Schritt durch den bürokratischen Dschungel dieser Reporting-Standards. Das bedeutet, ich habe eine Hilfestellung, welche KPI müssen berichtet werden für diesen spezifischen Standard, wo finde ich die entsprechenden Daten bei mir im Unternehmen und wie erstelle ich zum Beispiel eine Materialitätsanalyse, was auch nicht unbedingt ganz klar ist häufig. Und Epacto führt Schritt für Schritt durch und nimmt einen an die Hand dabei. Damit entsteht durch Epacto eine Single Source of Data Truth, denn das Performance Cockpit und das Impact Cockpit befüllen wiederum unser Reporting Cockpit. Falls ich als Kundin oder als Kunde spezifische Fragen habe, kann ich einfach die künstliche Intelligenz mit dieser ganz spezifischen Frage füttern und kriege eine Antwort, die auf der CSRD basiert. Die Implementierung ist simpel. Das bedeutet, wir vom Epacto-Team überprüfen erstmal gemeinsam mit Ihnen das technische Setup, das wir vorfinden und wo wir Epacto gegebenenfalls andocken können. Wir identifizieren, wo sind bereits Datenpunkte vorhanden, die wir nutzen können und wo müssen wir gegebenenfalls erstmal Lücken schließen. Im zweiten Schritt überlegen wir dann gemeinsam mit Ihnen, welches unserer Lizenzmodelle am geeignetsten für Sie ist. Das bedeutet, es gibt Epacto in einem S-Modell, in einem M-Modell und in einem L-Modell. Und wie der Name schon bereits verrät, jedes Package erhält ein Upgrade an Funktionalitäten. Mit Nachhaltigkeitsexpertise, fundiertem IT sowie Branchen-Know-how unterstützen wir Ihr Unternehmen auf dem Weg in Richtung ambitionierter sowie realistischer Nachhaltigkeitsziele.